Damen und Herren, auch wenn es nicht so ganz in Ihr Weltbild passen mag, Migration ist kein Recht. Artikel 13 Absatz 2 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sagt, ich zitiere, jeder hat das Recht, jedes Land einschließlich seines eigenen zu verlassen und in sein Land zurückzukehren. Zitat Ende. Man darf also niemanden in seinem Land einsperren, so wie es die SED getan hat. Es gibt aber auch keine Pflicht, jemanden aufzunehmen. Jeder hat das Recht, in das Land seiner Staatsbürgerschaft zurückzukehren. In ein anderes Land aufgenommen zu werden, ist hingegen ein Privileg. Und die Entscheidung über diese Aufnahme ist ein Grundpfeiler der Souveränität eines Landes. Für Deutschland heißt das, wir als Deutsche dürfen und sollten entscheiden, wer zu uns kommen darf und wer nicht. Und Ausländern sollten wir vermitteln, dass es ein Privileg ist und kein Recht, hier zu sein. Es gibt kein Recht auf Aufnahme. Es gibt auch kein allgemeines Recht auf Nicht-Zurückweisung. Auch das kommt relativ häufig. Es gibt das No-Refoulement-Gebot, Artikel 33 der Genfer-Flüchtlingskonvention. Aber das geht nur um Zurückweisung in Staaten, wo Folter oder politische Verfolgung drohen. Es gibt kein Recht auf Einreise. Auch nicht und insbesondere nicht, wenn jemand ohne Papiere einfach dasteht und Asyl ruft. Und daran sollte man sich endlich mal halten. Übrigens steht gerade das im Global Compact for Migration, Paragraph 13. Ich erlaube mir, das englische Original ganz kurz zu zitieren. National sovereignty. The Global Compact reaffirms the right of states to exert sovereign jurisdiction with regard to national migration policy. Soweit, so richtig, Frau Özoğuz. Also, die Nationalstaaten entscheiden, wer rein darf und wer nicht. Das ist ein souveränes Recht. Dann frage ich aber die Bundesregierung, warum lagern sie genau das an die Europäische Union aus? Und das ist nämlich genau das, was passiert. Das Problem, das ist nicht der Global Compact. Das Problem ist das, was damit gemacht wird. Die EU ist kein Nationalstaat und wir werden alles daran setzen, dass es auch nicht dazu kommt. Aber was machen Sie? Was machen Sie? Sie geben diese Kompetenzen an die EU ab. Da gibt es einen Migrationskodex, da gibt es einen Asylkodex, da gibt es den aktuellen Antrag von Federica Mogherini im EU-Parlament, der gestern entschieden worden ist. Und indem die EU sich hier Recht besorgt, verstoßen Sie gegen das souveräne Recht dieses Deutschen Bundestages und übrigens zugleich gegen den Global Compact. Ich sage Ihnen mal, was die EU-Kommission so machen will, und dann kommen wir gleich dazu, wie unverbindlich das alles ist, Herr Macchi. Sie will aufzeigen, wie wichtig der Schutz der Rechte von Flüchtlingen und Migranten ist. Der Schutz Europas findet keine Erwähnung. Sie will die globalen Pakte für Migration aktiv verteidigen und voranbringen. Sie will einen fundamentalen Grundsatz der Nichtzurückweisung durchsetzen. Sie will durch eine gut durchdachte Migrationspolitik die Ungleichheit zwischen Staaten mildern, also Deutschland herabwirtschaften. Sie will große Summen investieren. Sie will eine Neuansiedlungspolitik. Sie will einen weltweiten Mechanismus zur Aufteilung der Verantwortung. Sie will andere Länder verurteilen, die aus den Verhandlungen ausscheiden oder erfolgreich darin sind, den Inhalt des endgültigen Paktes zu verwässern. Steht alles hier drin, Herr Macchi. Und sie will die Pakte verpflichtend machen, um zu verhindern, dass Staaten einen à la carte Ansatz verfolgen, also vielleicht auf die Idee kommen würden, national ihre Einwanderungspolitik zu regeln. So unverbindlich ist das alles. Die EU hat nicht begriffen, dass wir nicht im Restaurant sitzen. Die Nationalstaaten haben das Recht, das zu entscheiden und nicht die EU-Kommission. Und deswegen gehört es auch in dieses Parlament und nicht auf irgendwelche anderen Ebenen, auch nicht auf die weltweite und auch nicht auf die europäische, sondern in dieses Haus. Und das ist auch der Grund für diese Aktuelle Stunde. Und lassen Sie mich noch anfügen. Migration ist nicht zwingend erfolgreich. Sie tun immer so, als sei das super. Sie kann scheitern und sie scheitert vor allem dann, wenn die Qualifikation der Einwanderer niedrig ist. 2013, also vor der sogenannten Flüchtlingswelle, hatten schon 40% der Zuwanderer aus dem Nicht-EU-Ausland keinen Abschluss. Naja, und seit der Flüchtlingswelle haben die Messerstechereien um 20% zugenommen. Wir haben importierten Antisemitismus im Land. Ist eine hervorragend erfolgreiche Migration. Nein, wir müssen Migration verantwortungsvoll gestalten. Und das bedeutet auch, wir brauchen ein
Einwanderungsgesetz, nicht das, was Sie als SPD da planen, sondern wir brauchen eins nach kanadischem Vorbild. Und das heißt auf gut Deutsch, Qualifizierte werden angeworben, Nicht-Qualifizierte kommen nicht rein. Und wer das zu entscheiden hat, sind wir. Sie haben geschworen, liebe Minister, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Halten Sie sich daran, Zuwanderungssteuerung gehört auf die nationale Ebene, nicht auf die europäische. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bravo.